Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 im Seasons-Modus. Weiterhin Liga 1. Bei uns läuft's momentan. Von letzten 6 Spielen 5 Stück gewonnen, 1 unentschieden. 9 Punkte haben wir momentan. 7 Spiele bleiben uns noch. In Richtung Ligatitel geht's auf jeden Fall. Spielen wir mal das nächste. Wie immer mit Real Madrid. Einfach am besten mit denen zu spielen. Ronaldo und Co. regeln das einfach schon von selbst. Und auf geht's! Wir spielen zu Hause gegen Barcelona. Angenehm, kein Regen gegen Barcelona ist auch nicht so schlecht. Und zu Hause ist immer schön. Und da fehle ich direkt mal so richtig. Lass nicht passieren. Oh, den habe ich noch gesehen, aber es war zu spät. 1-0 für den Gegner. Unschön. So soll es eigentlich nicht losgehen. Hätte besser funktionieren können. Müssen, sollen. Rückstand geraten ist immer schlecht. Richtig, richtig schlecht. Weil man kann den Gegner nicht kommen lassen und ich kann nicht schön auf Konter spielen. Was ich extrem gerne mache. Schauen wir mal. Benzema. Unten läuft Bale. Zieht in die Lücke. Ein bisschen zu lang, dann ist es auch für den Pass. Oh, der war super gepasst. 2-0. Oh, das könnte die erste Niederlage werden, habe ich so das Gefühl. Das ist mal richtig schlecht. Ja, jetzt kein Drama, aber trotzdem, nicht nur Ligatitel ist immer schwierig. Freistoß, okay. Wird auch ein Eckball nehmen. Ja, dann kann ich nicht direkt schießen von hier. Das wird wohl eher nix. Komm! Ja! 1-1. 2-1 für ihn immer noch, aber ein Tor endlich. Oder was ist endlich? Man hat eine Chance. Grauenhaft. Gibt's ja nicht. Hey, wir sind wieder dran. Nein! Was ist denn hier los? Also dem gelingt ja auch so ziemlich alles, habe ich so das Gefühl. Benzema! 3-2. Wir sind wieder dran. Das kann ein interessantes Spiel werden. Der hat's drauf nämlich. Der ist wirklich gut bisher. Vor allen Dingen im Sturm. Wirklich, wirklich gut. Richtig unberechenbar. Also ich weiß nicht, was er als nächstes macht. Und es ist super selten, dass ich so einen Gegner habe. Von dem schaue ich mir nachher auf jeden Fall mal die Statistik an. Ob es nur mir so geht oder ob alle da Probleme haben gegen den. Anders geplant. Oh, verdammt. Oh, Navas hält ihn. Sauber, richtig sauber. Oh, den habe ich drin gesehen. Wieder Neymar. Gute Chance. Benzema! Oh, da kam ich einfach nicht mehr zum Schießen. Früh genug. Ich musste mich noch vorbeidrängen an den Verteidigern. Oh, das war so wichtig. Oh, kommt der an? Ja, der kommt an. Bale, der bringt ihn rein. Ronaldo drin. 3-3, wir gleichen aus. Aber das wird noch eine Mordsarbeit hier zu gewinnen. Ich habe keine Ahnung, wer es schaffen wird. Schön gemacht. Lange Eck. Benzema! Oh. Da wird jetzt drehen. Oh, der ist drin. 4-3. Modric, Benzema.
James Rodriguez. 4-4. Weiter geht's. Oh, was eine Chance. Das war ein Anfängerfehler von mir. Aber ich habe noch die Chance. Rodriguez. Dankeschön. Den nehme ich doch gerne mit. Und Benzema. Ronaldo mit der Nachschusschance theoretisch. Nur macht er sie nicht. Oh, na was. Sehr schön gehalten. Kurzes Eck ist schwach. Bei allen Torhütern hier. Ja, was macht das aber sehr, sehr geschickt. Oh, war das knapp. Schön gemacht. Und Benzema läuft mit. Ronaldo kriegt ihn nochmal. Ronaldo, Ronaldo! Richtig viel Glück. Und wir führen zum ersten Mal. 5-4 jetzt. Wir gehen nicht ans letzte Spiel von Wolfsburg gegen Leverkusen. Leverkusen-Wolfsburg. Bisschen anders die Tore gefallen, aber im Ergebnis her von der Art des Spiels auch ein bisschen. Ronaldo, ganz oben läuft Bale. Komm schon, den kriegst du. Den kriegst du, Junge. Mache ihn. Oh. Bravo im Weg. Hol ich da welche rein? Ja, ich versuche es einfach mal. Und den machen wir relativ kurz nach vorne. Oh, der muss reingehen. Nachschuss, Schuss. Den hält er. Ganz sauber. Schöner Pass. Und Pfosten. Eieiei. Ich muss dieses 6-4 machen. Also mittlerweile hätte ich es machen müssen. Oh, sauber gehalten. Und nochmal die Chance für ihn. Gut gehalten, na was. Unten wieder Ronaldo. Wieder zurück. Einmal durch die Mitte, wieder rüber. Bisschen hinherpassen. Bisschen den Gegner verwirren. In der Mitte ist er frei. Oben steht Bale. Und der schießt einfach mal. Oh. Ja, das wäre eine Riesenchance für ihn gewesen, muss man dazu sagen. Das wäre eine Riesenchance gewesen. Ich würde sagen, im richtigen Moment abgepfiffen, zumindest im richtigen für mich. Theoretisch ist ein bisschen unfair. Schön, wir haben gewonnen. Na, also das war ein Spiel, ne? Es hat aber auch wirklich Spaß gemacht. 5-4. Ich meine, es macht noch mehr Spaß, dass ich gewonnen habe. Ansonsten wäre es natürlich ärgerlich gewesen. Nach 2-0 Rückstand rangekämpft, 3-2 hinten, dann 3-3. Dann ist 4-3 für ihn, 4-4 und dann noch 5-4 in Führung gegangen. Das ist gut, das ist richtig gut. Das ist nicht Mannschaftsleistung. Wunderbar gespielt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Spiel. Danke fürs Zuschauen und ciao! Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die. Look into the eyes of a brand new life. And so just find me, just find me. Sparks will fly if we scream.